Einer meiner besten Freunde lebte eine Zeit lang im Studentenwohnheim. Letztendlich beschloss er jedoch nach einem Streit mit seinem Mitbewohner, ein Zimmer für sich allein zu mieten. Das Haus war wirklich günstig, lag in der Nähe der Schule und hatte eine komfortable Verkehrsanbindung. Er unterschrieb den Vertrag sofort und behauptete, er hätte Glück gehabt. Über die extrem niedrige Miete dachte er nicht weiter nach. Er dachte nur, ich hoffe einfach, dass alles okay ist. Danach passierte ein Jahr lang nicht viel. Jedoch konnte ich meinen Freund irgendwann nicht mehr treffen. Nicht nur kam er nicht mehr in den Unterricht, er ließ sich auch in Bars, Restaurants oder anderswo nicht mehr blicken. Zunächst begann ich mir Sorgen zu machen. Ich dachte mir, vielleicht müsse er sich um etwas Wichtiges in seinem Haus kümmern, um mich zu beruhigen. Mittlerweile hatte ich ihn 5 Tage lang nicht mehr gesehen. Etwas nervös ging ich zu seinem Haus. Egal wie oft ich klopfte und seinen Namen rief, ich bekam keine Antwort aus dem Inneren. Ich dachte mir, er sei vielleicht zu seinen Eltern gefahren und wollte mich gerade umdrehen. Unbeabsichtigt hatte ich den Türknauf des Hauses berührt und plötzlich öffnete sich die Tür. Hey, bist du da drin? In dem Moment, als ich das Gebäude betrat, bekam ich überall am Körper Gänsehaut. Die Wohnzimmerwände waren mit Blut bedeckt. Merkwürdigerweise waren die meisten Blutflecken auf Höhe des Türknaufs zu sehen, so als hätte sich jemand mit roter Farbe aufgemalt. Dann sah ich jemanden zusammengerollt unter der Bettdecke liegen. Es sah aus, als sei es mein Freund. Langsam ging ich zum Bett hinüber. Hey, ich hab mir Sorgen gemacht. Was ist los? Während ich sprach, versuchte ich, die Decke wegzuschieben. Doch sie ließ sich nicht leicht bewegen. Ich hatte das Gefühl, die Decke wäre mit irgendetwas verbunden. Also hob ich sie mit beiden Händen. In diesem Moment fiel sie mit einem schmatzenden Geräusch auf den Boden. Darunter lag der blutüberströmte Körper meines Freundes. Nachdem das Blut aus seinem Körper dickflüssig geworden war, waren Körper und Decke zusammengeklebt. Seine Augen waren weit offen, so als hätte er vor seinem Tod extreme Angst gehabt. Ich schrie und lief sofort zur Polizei. Zunächst verdächtigten sie mich, da ich die Leiche entdeckt hatte. Doch nach der Autopsie ließen sie davon ab und gaben mir mehr Details. Die Todesursache waren exzessive Blutungen. Der Großteil seines Körpers war in Ordnung. Er hatte keine Stichwunden oder Schnitte. Doch jeder einzelne Finger war am zweiten Gelenk abgetrennt. Das Blut an der Wand war von meinem Freund. Er hatte fast die Hälfte seines Blutes verloren. Die Polizei kam zu dem Schluss, dass er seine Finger verletzt haben musste, als er gegen die Wand schlug und kratzte. Machte keinen Sinn. Vielleicht hatte er etwas im Raum gesehen und versucht, den Türknauf zu öffnen. Dies funktionierte aber nicht. Das Blut an der Wand war dorthin gelangt, als er panisch auf der Höhe des Türknaufs dagegen geschlagen hatte. Danach muss er sich aus irgendeinem Grund unter der Decke versteckt haben, bevor er aufgrund der starken Blutungen starb. Doch was war es, das mein Freund in diesem Zimmer gesehen hat? Die Nacht an Halloween 2020 war dunkel und gruselig. Viele Kinder hatten Spaß beim Süßes oder Saures klingeln und die Erwachsenen gaben ihnen Süßigkeiten. Eine Gruppe Kinder hob sich von den anderen ab. Ihre Namen waren Bob, Jimmy, Nick, Cameron und Clyde. Sie waren die ganze Nacht draußen und versuchten so viel Süßes zu sammeln wie irgendwie möglich. Als sie fertig waren, setzten sie sich auf eine Bank, um die Süßigkeiten zu essen und zu tauschen. Dann wurde ihnen langweilig. Für den Rest der Nacht hatten sie nichts zu tun. Jimmy hatte eine Idee. Hey Leute, lasst uns das verlassene Krankenhaus am Ende der Straße anschauen. Ich habe gehört, dort ist das richtig gruselig und drinnen lebt ein Clown, sagte er. Daraufhin beschloss die Gruppe, zum Krankenhaus zu gehen. Als sie ankamen, war es etwa 11 Uhr abends. Das Krankenhaus war riesig, etwa 20 Stockwerke hoch und sehr breit. Das einzige Mädchen in der Gruppe, Cameron, sagte, sie hätte zu viel Angst, um hineinzugehen. Sie rannte wieder zurück nach Hause. Nun waren sie nur noch zu viert. Als sie hineingingen, konnten sie die Körper toter Ratten riechen. Genau wie den Schimmel, der überall wuchs.
Die Geräte und Betten standen noch etwas durcheinander in den Räumen herum. Außerdem ließ sich auf dem Boden Blut erkennen. Nachdem sie eine Zeit lang herumgelaufen waren, hatten die Jungs das Gefühl, dass immer etwas hinter ihnen herlief. Sie hatten allerdings keine Ahnung, was es sein könnte. Bald darauf hörten sie eine Stimme, die ihnen sagte, sie sollten gehen. Verschwindet! Etwas später ließ sich ein lauter Schrei vernehmen. Die Gruppe schaute sich um und plötzlich merkten sie, dass Kleid verschwunden war. In diesem Moment wurde es ernst. Die Jungs bekamen Angst und wollten gehen, doch die Tür schien verschlossen zu sein. Und mittlerweile waren sie im 12. Stockwerk. Ich glaube, es ist der Clown! Clyde, wo bist du? Sagte Jimmy mit Tränen in den Augen, bevor er begann, nach Clyde zu rufen. Schnell akzeptierten sie jedoch die Situation und gaben auf. Nick ging in eines der ehemaligen Behandlungszimmer und fand dort einige Spritzen zur Blutabnahme. Sie nahmen die Spritzen, teilten sie auf und machten sich bereit, sich zu verteidigen. Da Bob vor so ziemlich jeder Kleinigkeit Angst hatte, schloss er einfach die Augen und schwang den Arm mit der Spritze hin und her. Jimmy hingegen, der älteste der Gruppe, war bereit, den Clown zu jagen und ihren Freund Clyde zu retten. Nick versuchte währenddessen, irgendwo eine Feuerleiter zu finden und dort stand er. Etwa 3 Meter entfernt stand der Clown vor ihm. Er schrie: Verschwinden aus meinem Krankenhaus! Statt wegzurennen, lief Nick so schnell er konnte auf den Clown zu, schlitterte zwischen seinen Beinen hindurch, stach ihm mit der Spritze in den Rücken und rannte dann zum Ausgang. Er schaffte es, die Tür zu öffnen und rief seinen Freunden zu, dass sie ihm folgen sollten. So schafften sie es zu entkommen. Ich muss wieder hineingehen und Clyde retten, sagte Nick. Seine Freunde versuchten ihn aufzuhalten, doch er rannte bereits zurück. Während er die Treppen hinaufstieg, fand er einen Baseballschläger und ergriff ihn. Etwas später sah er den humpelnden Clown vor sich. Was hast du mit meinem Freund gemacht, du Bastard? Schrie er. Doch der Clown lachte nur auf eine verrückte Weise. In diesem Moment hörte er eine leise Stimme rufen. Hilf mir! Dieses Mal traf er den Clown mit dem Baseballschläger mitten im Gesicht, bevor er auf die Stimme zurannte. Er fand Clyde in einem verschlossenen Raum. Komm schon, lass uns hier verschwinden! Sie begannen zum nächsten Notausgang zu rennen. Auf halbem Weg konnten sie vor sich bereits Schritte hören. Natürlich wussten sie, wer es war. Sie liefen so schnell wie nur möglich. Nachdem sie die Treppe hinuntergesprintet waren, schafften sie es, aus dem Krankenhaus zu entkommen. Nachdem Nick und seine Freunde zur Polizei gelaufen waren, berichteten sie vom Clown in dem verlassenen Krankenhaus. Als die Polizei jedoch das Innere des Krankenhauses überprüfte, fanden sie zu ihrer Überraschung niemanden. Der Clown wurde danach nie wieder gesehen.